Das Abenteuer geht in eine neue Runde. Hier bei Tales of Symphonia Chronicles, wo einfach alles komplett anders ist als bisher. Lord Remiel, ein Verräter. Kratos, ein Verräter. Und ja, Colette, irgendwie, ihr Körper ist noch da, aber ihre Seele entschwunden. Wohin, das weiß niemand. Tja, und für uns heißt es, genau, weiterkämpfen, so gut es halt irgendwie geht. Schiffspunkt Silverend, okay, sind wir immer noch bei dem Verräten Adesiens, nicht wahr? Die Frage ist, wo geht's direkt hier weiter? Echt hier gespeichert? Seltsam. Was passiert? Ein Automat, das stimmt ja. Waren ein paar Automaten, ich erinnere mich. Du. Alter, der Kampf gegen Kratos, ey, verdammt, wir hätten beinahe gewonnen. Ja, genau, Kampf gegen Kratos haben wir noch ein bisschen rumgeschaut, beziehungsweise im Internet nochmal ganz kurz nachgelesen, weil ich fand es ein bisschen seltsam, dass man da Kampf nicht irgendwie das doch ganz knapp irgendwie verloren habe und, also, naja, es stand, es sei wohl kaum möglich, ihn zu besiegen. Aber ganz ehrlich, wir haben es ja fast geschafft, also unmöglich sicher nicht, nur hatten wir halt das falsche Level. Wobei für das Spiel selbst vermutet das richtige Level, jetzt einfach nur hier ein bisschen falsch. So, ich muss natürlich irgendwie hier noch durch, und damit war hier unten, genau, hier ging es auch nicht durch. Ja, Kratos der Verräter, dankeschön. Was? Oh, geht's auch nicht durch? Okay, war eigentlich soweit ganz richtig. Unser Team ist ja ohne Colette, ja, aber vor allem jetzt kann ich eigentlich sie. Geht das echt? Hä, wieso? Sie kann gar nicht mitkämpfen, sie ist nur noch ein Körper. Ohne Seele, ohne Geist, nichts mehr. Ja, mit roten Augen, schön. Hm, und jetzt kämpft die mit. Tatsächlich, die kämpft mit. Die kämpft mit, als wäre nichts gewesen, ey. Eigentlich ist sie gar nicht möglich, oder? Meinen sie müssen irgendwie. Wenn sie kämpfen kann, heißt doch eigentlich, dass sie sich auch an ihre Attacken erinnern kann. Folglich wäre sie theoretisch noch da. Ja, wobei Theorien. Boom, 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 boom. Wobei man sieht schon, sie hat rote Augen, also so weit an den Titel schon mitgedacht. Ja, und Colette und Colette sag ich schon natürlich. Lloyd hat ein Level Up. 29, also ich wette mit euch, wäre ich Level 30 gewesen, hätte Kratos Black gemacht. Naja, oder nicht, ist ja egal. Wie geht's denn hier überhaupt weiter? Da ist es so, wieder mal Mannering ändern, okay. Hä? Okay, was ist denn das gut? Du. Hier oben ist ja nix. Bloß ein bisschen Kulisse. Du. Was bringt denn das? Okay, zwei gleichzeitig gehen irgendwie, sehe ich gerade. Seltsam ist das natürlich schon. Oh, da haben wir gerade etwas. Du. Ah, Kratos, der Verräter. Alter, wenn ich Kratos nochmal erwische. Dem ziehe ich die Ohren lang. Da könnt ihr aber sicher sein. Ja, okay, mal ganz toll. Was soll das denn? Ich bin konfus. Das sind zwei gleiche Truhen, oder? Kisten? Kann man gar nicht durch. Ich habe gerade überlegt, so eine Art Weg zu machen. Das könnte klappen. Doch, wenn ich jetzt den da hinschiebe und den da mit, dann käme ich da rüber. Was bringen soll, keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Von nix irgendwie eine Ahnung. Du. Ich kann nur fett abrappen. La 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 la. Glaubt das echt? Glaubt sogar. Was ist? Keine Ahnung, was gut sein soll, ich weiß nicht. Wenn es vielleicht herausfinden, kannst du ihn bitte bewegen, dankeschön. Oh Mann, die arme Colette, Kratos, ey. Mann, oh Mann, ich will mir so verraten. Du. Ah, also doch. Mann, schlecht, wie komme ich denn da hoch? Hallo, ich will die Kissen haben.
Sieht das so aktiv aus? Nö, dort nicht. Verdammt! Ich. Ja, diese Treppe ist ja schön, ich will aber eher über da hoch. Kriege ich den Truhen bereits? Da kann ich die Truhe nicht abknallen. Mit einem fetten Laserbeam. Man bringt da zwei hin. Vielleicht klappt das ja. Ich höre schon die Stimme meiner Zuschauer. Nein, das geht nicht. Nein, was machst du da? Es ist vollkommen Zeitverschwendung. Hinterher ist man immer schlauer. Also mein Plan ist, ich komme jetzt da hoch. Darüber. Und das sollte meiner Meinung nach, nein, ganz vorsichtig meiner Meinung nach, funktionieren, wenn man mit dem Strahl dort die Kisten aufmachen kann. Natürlich die andere Frage, was bringt mir das? Weil ganz ehrlich, wenn ich die Kisten öffnen könnte, die anderen sind trotzdem da drüben, müsste irgendwie rüberkommen. Ja, man sieht schon, ich glaube trotzdem nichts. Draufstehen geht auch nicht. Hat mich ein bisschen Tales of Xillia. Da gab es auch irgendwie mal vielleicht Spiels mal ein oder zwei Räume, wo ich irgendwie nicht hingelangen konnte, weil einfach irgendwie die Kisten und so, die lagen falsch etc. Also hier unten, da geht also nichts mehr. Ich kann natürlich hier noch eine hinstellen. Ja, aber dann kann man nicht darüber. Ich brauche drei Kisten. Oh. Oh. Ja, mag ich natürlich auch. Verdammt! Ich hab bloß die Kiste zuerst genommen, also sprich die hier. Na, mein Gestehen, jetzt geklappt. Oh, Menschenskind, ey. Ja, ich war zu sehr mit der Lösung beschäftigt, als da mit den Kisten. Moment mal, vielleicht geht's ja nochmal. Noch Spiel neu starten. Och, ich könnte eventuell Glück haben. Nee, aber natürlich nicht. Ja, Pech. Okay, Freunde, der Michael hat's mal wieder versaut. Was ich, da ist voll das Wertvolle drin und so. Da hört ein bisschen auf. Und zwar sogar grausam und deswegen kurz laden nochmal. Trink 17. So, wir wissen ja, wo es da angeht. Wir kennen ja alles, also von dem her. Aber ganz schnell, Funktion ändern, zack. Kommt jetzt aber später noch. So. Zum Glück hat er noch nicht abgespeichert. Lalalala. Das war auch fies, wa? Muss man erstmal zwei Kisten dort hinschieben, damit man da rüberkommt. Danach drei Kisten benutzen. Wer denkt denn daran? Sobald man sieht, oh, ich kann da eine andere Kiste. Oder so ein Steinbock, die kann ich mal da draufstellen. Denkt da kein anderer an die Kisten da drüben? Naja. Vielleicht ja schon. Mach ich jetzt hier. So, jetzt aber. Nur ich mache mal wieder ein bisschen zu verpeilt. So, denke mal ein bisschen hier hochschieben, damit es nachher einfacher geht für uns. Und vor allem schneller. Könnte klappen, wa? Natürlich alles noch rein ein bisschen. Eine Theorie und so, keine Frage, aber müsste. Und die bekannte Mucke, die macht voll einen drauf. Also muss ich sagen, bis jetzt so Tales of Symphonia, wieder mal ein echtes Tales of Spiel mit Mysterien und Wendepunkten, alles dabei. Fetziges Kampfsystem, geile Mucken, alles, was ein bisschen fehlt, was bei Tales of Xillia so sehr auch mochte, ist ein bisschen das Mystische. Also sprich, vor allem mit Geistern und so, man bis jetzt Undine ist toll, aber war jetzt ein Geist. Naja, vielleicht kommt das ja alles noch, mein, wir kennen aus dem Intro mindestens noch zwei Charaktere, die uns folgen werden und, also ich habe echt das Gefühl, dass das Spiel vielleicht bis zur Hälfte durch ist. Vielleicht, wenn überhaupt. Ah, Level 2, ganz geil. Strohhut. Ja. Servus, Waffi, wie geht's so? Initiative. Oh, kann er gut gebrauchen. Unser Leut kann das sehr gut gebrauchen. Aber zum Glück keine fiesen Items, die man irgendwie unbedingt bräuchte und so, ging eigentlich noch.
Ah, sehr schön. Kommen wir da mal durch. So, Ring ist geändert. Wir haben... Ah, stimmt, Läufer jetzt ein Level ab. Ah, ist egal, in einem Kampf, also ganz ehrlich. Was ist denn das? Unsere Energie bitte laden. Kein Problem. Hüss! Muss neu laden oder was? Energie aufgeladen. Bisschen tiefer, würde ich mal sagen. Okay, so ganz funktioniert das noch nicht, wie ich es gerne hätte. Was macht der hier? Dass er mal eine Glanztat. Vielleicht gehen ja auch zwei Energien noch bis zur Mitte. Könnte ja sein. Nope, das ist wohl ein bisschen anders. Bringt doch gar nicht. Das kann einen Stein darüber bringen, aber geht doch gar nicht. Hä? So, wir haben Energie aufgeladen. Ja, Schalter drücken. Der Gebiss der Honig kann da eigentlich nichts machen, außer vielleicht den doch ein bisschen blockieren. Nee, geht nicht. Geht nicht. Unter Wasser komme ich ja auch nicht. Nee. Hä? Was ist denn das für eine Scheiße? Okay, macht immer das gleiche. Schalter drücken nicht. Nein, macht er nichts. Okay, warte mal, bis da oben der Energiering weg ist. So, jetzt. Und jetzt Schalter drücken. Jetzt wegdrücken. Wird langsam ein bisschen tricky. Klar, ich kann ihn ziehen, aber... Ja, wollte schon sagen, geht natürlich nicht. Wäre zu schön gewesen, du. Muss das echt hier drüben was machen? Die Frage ist bloß, was? Kann ich einkerben hier nichts? Da auch nicht? Das Spiel verarscht mich doch. Naja, vielleicht drücken ganz schnell runter. Geht auch nicht. Kann ich so aktivieren? Nee. Hä? Bin ich denn wirklich so bescheuert, Freunde? Okay, nee, ich weiß mal ganz... Also in solchen Situationen sollte man sich ja immer auf das Einfachste besinnen, wa? Weil, so wie ich mich kenne, denke ich wieder mal zu kompliziert. Also, ich bin hier. Moment, meine sind die Farben auch ein bisschen anders. Würde ein Grafikeffekt könnte auch sein. War schon wieder laden. Laden, laden, bin laden, so. Jetzt gerade zwei. Jetzt nochmal zwei. Kann man schon irgendwie aufgeladen? Nö. Eine wird reichen. Wie jetzt sind mit zwei Markierungen da? Könnte doch auf dem Wasser sein. Keine Frage, aber trotzdem mal so überlegen. Moment mal! Es war doch genau die Stelle hier. Na, guck sich mal einer an, das ist... Alter, ist nicht zu glauben. Natürlich ist es... Deswegen auch diese Markierung hier ist ein aktiv. Oh, auf die Idee muss ich auch erstmal kommen, ey. Alter. Ja, weil ganz einfach normalerweise hast du nie so Events, die um mehrere Ebenen laufen. Also dachte ich eigentlich, wenn ich jetzt da nach unten gehe und nach hoch gehe, hat das keinen Einfluss auf die untere bzw. obere Ebene. Versteht ihr meinen Konflikt? Och, Menschenskind, diese scheiß Ebenen. Diese scheiße Ladungen, so. Positive Ladung, na, geht doch. Na toll. Bin ich ein Volldepp.
So geht's natürlich nicht. Es hat mich so sehr darüber gefreut, das Rätsel ein bisschen gelöst zu haben, dass ich zu wenig nachgedacht habe. Toll, wa? Aber so. Klappt auch so, Es muss einfach klappen. So, jetzt aber nochmal, ganz ruhig. Aufgeladen und runter mit dir. Dankeschön. So, jetzt bin ich hier. Was kann man hier Schönes machen? Bitte laden schon wieder. Ja, also der Windladen sehr freuen. Mir geht's nicht weiter gut. Was macht das Steuerpult jetzt also hier? Es lässt das Wasser unter. Ah, ist mal auch interessant. So, jetzt bin ich hier, genau das dahin. Gut, gut, gut. Soweit wieder alles klar. Ja, 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 alles klar. Alles ist sonnenklar. Nee, sonnenklar natürlich nichts. Ich frage mich vor allem, was zum Henker. Wofür das Ganze? Schalter zu machen und so? Ich meine, ganz ehrlich, Freunde, wer im Real Life so etwas nachkonzipieren? Einfach nicht mehr machen. Blub, blub. In einem Sumpf oder was? Blub, 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 blub. Wieder ohne Energie, das gibt's ja einfach nicht. Ist doch schön, jetzt kommt man doch nicht mehr durch. Dann muss ich's wohl wirklich so machen und den unteren aktivieren. Die Tür schon aufgegangen zu sein. Yeah. Achso, da müssen wir auf der anderen Seite. Aber nee, das müssen wir gar nicht. Junge, Junge. Damn it. What's so special about me? Those renegades need to hurry up and make up their freaking minds about whether there are enemies or not. Boy, what are we going to do now? We've got to save Colette somehow. She's going to die if she's made into Martell's vessel. But what can we do? Sheena, where did you get your X-Sphere? Huh? Well, that came out of nowhere. I got this before I came here. They attached it to me at the Imperial Research Academy. Is it normal for people to equip X-Spheres in Teveala? No, not at all. The technology was originally brought over by the Renegades. Nowadays, X-Spheres are mainly attached to machines. Wait a second. So Teveala and the Renegades are on the same side? I'm not sure if you could say that. But the Renegades were the ones that brought us information about the nature of the two worlds, and the plan to assassinate the Chosen was their idea. They talked the King and the Pope into it. If you desire for Teveala to prosper, kill the Chosen of Silveront. That's horrible! Lloyd, I suggest we go to Teveala. Why Teveala? Don't you remember what Ewan said? Angels are half-elves that evolved using special X-spheres called Crucius Crystals. I get it. Colette's current condition is caused by the Crucius Crystal. Since Teveala is studying the X-spheres, they may know something about Crucius Crystals as well. That's a good idea. I'm pretty sure that they're studying the Crucius Crystal that belongs to Teveala at the Imperial Research Academy. There's a Chosen in Teveala too? Of course. The world regeneration ritual is carried out in Teveala as well. The Church of Martell exists too. But if they've been carrying out the regeneration that many times, why hasn't Martell's vessel been completed already? I'm curious about that myself. Perhaps those corpses lined up in the Tower of Salvation were... No, never mind. Yeah. There are too many things that we don't know. Crucius's objective, the Renegade. So let's just start with what we can do now. So, we're going to Teveala? Yeah. That's the only lead we have right now. And this time, I'm going to fulfill my role. I'm not going to let Colette bear the burden all by herself anymore. Wait a minute.
That's great and all, but how are we going to get to Tepe Alla? I'm sure Sheena knows how to get there, correct? My understanding is that you can travel to Tepe Alla by passing through a distortion in space. As far as I know, crafts called Riards are the only things that can do that. Where are they? The Renegades should have them. They should be somewhere on this base. Okay then, let's get going. Okay, ist die schon noch gut, aber die Frage natürlich, wohin genau geht's jetzt? Wo genau müssen wir hin? Was meinst du denn das hier? Voll das Forschungsinstitut, waren wir bereits hier? Ja genau, da waren wir hier. Oh, schon eine Weile her, wo wir hier waren. Aber ich erinnere mich. Ja, ist alles klar. Servus! Fußsoldat, und das tut ja so richtig weh, Legal, aber die bereit sind noch nicht. Ich weiß es doch nicht mehr, Ich glaub schon, wa? Alter, mache ich viel Schaden hier, ist ja unglaublich. Und tot sind sie. Ja, sie sind so tot. Ich krieg kein Level up. Verdammt. Okay, Freunde, wir sehen schon, jetzt hat sie noch viel zu viele Viecher und Gegner und sonst etwas. Wie es weitergeht, hier bei Tales of Symphonia Chronicles auf der Suche nach dem Spalt, beziehungsweise dem Eingang nach Tepe Alla, wie das schon wieder heißt, das seht ihr im nächsten Part. Tepe Alla, ja. Tepe Alla. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.